ist endlich soweit. Die Lotto Hessenliga steht in den Startlöchern für die Saison 18-19. Wir präsentieren alle Entscheidungen, jedes Tor und Emotionen en masse. Willkommen zur Torshow. Wir beginnen in Nordhessen. Die neu formierte Allianz aus Fulda, die SG Barockstadt Fulda-Lehnertz, ist zu Gast in Baunatal. Bis zur 73. Spielminute müssen wir hier warten. Es gibt diesen Eckball. Borgert klärt den Ball nach vorne, direkt in die Füße von Marcel Trägler. Das erste Pflichtspieltor der Geschichte für den neu fusionierten Club aus Fulda. Das 1:0. Der KSV eigentlich hier auf Augenhöhe mit der SG Barockstadt, doch die Tore fallen nur auf einer Seite. Patrick Broschke setzt sich da stark durch, legt quer und zack ist es passiert. Der erste Sieg für Fulda ist eingetütet, Marcel Mosch lässt sich feiern. Die SG Barockstadt Fulda-Lehnertz bezwingt den KSV Baunatal mit 2:0. Derbyzeit in Kassel. Lohfelden empfängt die Löwen des KSV. Und lange sieht es hier nach einer Nullnummer aus. Bis 5 Minuten vor Schluss. Doch endlich der Knoten platzt. Und schauen Sie sich diesen Jubel an. Was für Emotionen. Und das war's hier noch nicht. Wir sind bereits 4 Minuten über der Zeit. Ballverlust FSC und dann geht's ganz schnell. Adrian Bravo Sanchez beweist hier Übersicht. Der Drops ist gelutscht. Sebastian Schmeer lädt zur 3-Punkte-Party ein. Weiter geht's in Alzenau, die nach dem verpassten Aufstieg nun rot-weiß Hadamar vor der Brust haben. Und man merkt es den Bayern an, die wollen die Dinge wieder gerade rücken. Schnellstmöglich oben angreifen in dieser Saison. Lediglich 7 Minuten hat's gedauert, Kalata beweist Köpfchen. Das lassen die Rot-Weißen aber nicht lange auf sich sitzen. 12. Spielminute, Ecke von links. Oh, dann ist er drin. Rätselraten nach dem Torschützen, offizielle Dokumente notieren. Danilo Milosevic, Eigentor. Und Hadamar hat jetzt Blut geleckt. Nächste Ecke, diesmal kurz ausgeführt. Die kommt lang und der Rest ist traumhaft anzusehen. Spiel gedreht. Und das in nur 2 Minuten. Absoluter Wahnsinn. Doch der Torreigen bricht hier nicht ab. Die Eckballstatistik wird hier ordentlich frisiert in der noch jungen Saison. Denn die hier findet nach Gestocher auch den Weg ins Tor. Kalata schnürt den Doppelpack. Immer noch Halbzeit 1. Die Bayern haben das Spiel wieder in der Hand. Schöne Flanke. Niesig netzt ein. Alzenau übernimmt kurz vor dem Pausenpfiff erneut die Führung. Der zweite Abschnitt. Die Bayern sind noch torhungrig. 2 Spieler können den Flankenball nicht stoppen. Hedon Selişta sagt Dankeschön. Der FCB biegt auf die Siegerstraße ein. Und einen haben wir noch. 67. Minute. Rico Kaiser macht das toll über außen. Und da ist wieder Selişta. Macht uns den fliegenden Holländer. Was ein Endstand in dieser Partie. Alzenau macht's am Ende deutlich. 5:2. Nicht nur in Fulda gibt es einen neuen Verein zu bestaunen, nein, auch in Gießen hat sich was getan. Der FC Gießen bestreitet sein erstes Ligaspiel gegen den SC Waldgirmes und auch hier wird Geschichte geschrieben. Cem Kara per direktem Freistoß. Also ein Traumstart für den FC. 1:0, das Endergebnis. Unser nächster Stopp ist in Ginsheim. Der VfB empfängt den Sportclub Viktoria Griesheim. Und Ginsheim legt hier los wie die Feuerwehr. 9 Minuten sind gespielt, da gibt es den Pfiff. Die Konsequenz heißt 11 Meter. Lange Schritte von Jörg Finger. Eiskalt tütet er ein. Kurz darauf, Ginsheim mit der Ecke. Griesheim kann nicht entscheidend klären und schwupps steht es auch schon 2:0. Lukas Manek verwertet den zweiten Ball.
Und auch ein drittes fällt hier noch im ersten Abschnitt. Array Erin behauptet sich stark. Und dann alle Augen auf den flinken Liam Fischlatte. Nachschuss, Geißler, das 3:0, die Vorentscheidung. In Abschnitt 2 kommt es dann aber noch zum Ehrentreffer für Griesheim. Nick Volk trifft per Kopf zum 3:1, doch dabei bleibt es. Eine neue Saison heißt auch immer neue Gesichter aus der 11 Team Sports Verbandsliga. Heißen wir sie willkommen. Der FC Eddersheim hat die Spielvereinigung Neu-Isenburg zu Gast, die in der Nachspielzeit der ersten Hälfte diesen Elfmeter zugesprochen bekommt. McCrary tritt an und trifft das 0:1. Gleichzeitig auch der Pausenstand. Doch die Neuen lassen sich nicht unterkriegen, schütteln sich kurz. Und dann dieses Kabinettstückchen. Ja, holla, wo packt er den denn aus? Hendrik Dechert stellt alles wieder auf Null. Die Punkte liegen also auf der Straße. Wer sammelt sie ein? Eddersheim wagt einen Vorstoß. Kein Abseits, der Pass in den Rückraum und Tor. Das ist Fußball 101. Turgay Akbulut macht den Heimsieg für die Aufsteiger perfekt. Der Hünfelder SV ist auch eines dieser neuen Gesichter in der Lotto Hessenliga. Zum Auftakt ist der SV Bochonia Flieden zu Gast. Das nächste spannende Derby also. Flieden zeigt sich als das abgezocktere Team und macht nach 39 Minuten folgerichtig das 0:1. Andreas Drews ist am zweiten Pfosten zur Stelle. Und auch im zweiten Abschnitt bleibt Flieden ganz cool, spielt das hier lässig runter. Das ist Marc Röhrig mit dem 2:0. Das Endresultat in Osthessen. Flieden schlägt die Neulinge aus Hünfeld. Zu guter Letzt werfen wir noch einen Blick nach Rosbach vor der Höhe. Türkgücü Friedberg und Bad Vilbel treffen sich hier zum Aufsteigerduell. Der FV spielt sich gut frei auf engstem Raum und da ist es passiert. Alexander Bauscher schließt trocken ab und bringt Grün und Weiß hier in Front. Wie so oft zieht Friedberg ein schnelles, intensives Spiel auf dem Kunstrasenplatz von TGF, welcher für gewöhnlich den Hausherren in die Karten spielt, doch nicht bei Standardsituationen. Der Ball war wohl über der Linie. Urgur Aslan köpft Bad Vilbel auf die Siegerstraße. Ab der 80. in Überzahl kommt TGF hinten raus noch einmal. Doch ohne Ertrag. Stattdessen gibt's Elfmeter für die Gäste. Benjamin Sabic macht ihn zum 3:0. Bad Vilbel krallt sich die 3 Punkte und lässt Friedberg fragend zurück. Das war er also, der erste Spieltag der neuen Runde. Schauen wir gemeinsam auf die Ergebnisse. Ein Blick auf die Tabelle verrät uns die ersten Tabellenführer der Saison. Glückwunsch an den FC Bayern und Bad Vilbel. In der unteren Tabellenhälfte müssen sich Hadamar und Friedberg erst einmal mit der roten Laterne anfreunden. Patrick Kalata schnappt sich mit seinem Doppelpack die vorläufige Spitzenposition, gemeinsam mit seinem Teamkollegen Hedon Selişta bei den Torjägern. Was ein toller Auftakt in die neue Spielzeit, so kann es doch weitergehen. Wir wünschen auf jeden Fall einen guten Start in die neue Woche und wir sehen uns an selbiger Stelle schon bald wieder. Bis dahin!